Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Makava, Delighted Iced Tea. Wurde uns gespendet von Makava aus Österreich diesmal. Also ist quasi die österreichische Variante der Mate oder die österreichische Interpretation der Mate. Dankeschön fürs Zuschicken. Dankeschön fürs Zuschicken, genau. Makava Delighted Iced Tea, habe ich schon gesagt. Koffeinhaltig steht drauf. Design ist extrem kindlich. Ja, würde ich auch sagen. Wobei das Design hat sich auch über die Jahre hinweg extrem geändert. Ihr seht jetzt das alte Design mal oder eine der alten Designs mal eingeblendet. Aber das aktuelle jetzt mit links auch bei deinem Finger hier, das ist, da ist ein Schmetterling und da ist ein Sternchen, ja, ist, und da ist eine Blume, die grinst mit Augen. Naja. Also es ist sehr. Es ist wirklich kindlich. Kindlich gehalten. Wobei es ist natürlich nicht unbedingt schlecht. Also es ist halt wirklich simplistisch gehalten. Ja, aber es ist zwar Geschmackssache, aber ich finde ein kindliches Design, wenn es eigentlich kein rein auf Kinder gezieltes Produkt ist, fehl am Platze. Ja, das ist natürlich, da muss ich dir zustimmen. Es wirkt natürlich auch so mehr so durch dieses Design, auch durch die eher freundlichen Farben. Ich finde, die Farben sind jetzt nicht mehr das Hauptproblem. Klaus unterstreicht es nochmal. Ja, ja, klar. Von den Motiven, die wir jetzt sind, ist es einfach. Ja. Kitty. Genau. Aber gut. Was haben wir denn an Inhaltsstoffen? Das finde ich ganz interessant. Natürliche Zutaten, Zitrus, regt an nicht auf. Okay, naja gut. Es ist drin, hier Aufguss, Quellwasser aus Mate, Schwarzteeextrakt, weißer Tee, Rübenzucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Holunderblüten, Säurungsmittel, Zitronensäure. Klingt schon mal zumindest nicht schlecht. Also im Prinzip das Übliche, es ist ohne Kohlensäure das Zeug. Das muss dazu gesagt werden. Also wie gesagt, es ist ein anderer Ansatz als die deutsche Marke. Ist auch mehr als Eistee gedacht und Eistee mit Kohlensäure ist natürlich, ja, so eine Sache. Was haben wir? Haben wir Zitrone? Es riecht fast gar nicht, würde ich sagen. Du hast die Teenote, also Weißtee. Den hast du drin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, speziell irgendeine Süße oder Zitrone, das hast du jetzt nicht spezifisch. Aber den Tee merkst du schon raus, finde ich. Ja, so ein bisschen Tee und auch so von der Zitrone oder sowas kaum. Also da hast du andere Produkte, die wesentlich stärker so die einzelnen Nuancen da rausarbeiten. Das ist normale Zitronen-Eistee, was genau, du so rausbringst. Genau. So, aber vom Geschmacklichen. Es ist natürlich, wie gesagt, dadurch, dass Kohlensäure ist, es ist sehr wirklich teelastig diesmal. Aber du hast am Anfang, du hast deutlich eine leichte Säure, beziehungsweise nicht mal eine wirkliche Säure, sondern einen Zitronengeschmack wirklich, mit einer minimalen Säure und hast hinten raus diesen Schwarzteeabgang. Das merkst du auf jeden Fall raus. Also den Schwarzteeabgang merkst du am stärksten. Es ist nicht wirklich also durch der den Der Einstiegsgeschmack ist der typische Weißtee. Mit seinem taub-bitterem. Mhm. Dann kommt so eine Mischung aus, wenn man einen Earl Grey Schwarztee mit einem Schuss Zitronensaft vermischt, ja. Dann kommt das als Hauptgeschmacksträger und Abgang, aber von der Mate merkst du nichts. Also dieser typische Mate-Geschmack bleibt eigentlich komplett aus. Ja. Er fehlt. Er ist jetzt hier nicht vordergründig. Ja, das wär auch bei mir das Einzige. Also der Tee kommt stark oder klar durch und das Zitronige kommt auch stark durch. Aber dieses Mate-Wachsige, das fehlt. Oder ist zumindest nicht so vordergründig, wie es bei... Ganz am Ende vom Abgang in Hauch, aber das war es auch schon. Ja, im Hauptgeschmacksstoff ist nicht mit drin. Aber was man dem mal zugutehalten muss, im Vergleich zu allen anderen Eistees, ist das wirklich mein Eistee. Weil es gibt weniger Eistees, die wirklich auch nach Tee schmecken. Mhm, weil die meisten Sachen haben mit dem Tee nichts zu tun. Da steht dann drauf, in Auszügen von 2% hat es mal einen Tee gesehen, aber schmeckt 0,0 nach einem Tee. Sondern schmeckt einfach nur nach Zucker und irgendeinem Aroma. Zuckerbrühe, Zuckerwasser. Und irgendwelche Aromen und künstlichen, was auch immer was. Und das ist wirklich, da merkst du, dass es Tee ist. Ja, und es ist auch nicht übersüßt. Muss man ganz klar sagen, es ist nicht übersüßt. Es ist zwar Süße da, aber nicht zu stark. Also wie gesagt, der Hauptgeschmack ist Zitrone, aber auch nicht zu stark. Ganz minimale Zitronensäure. Man darf keine Zitronenlimo erwarten, das ist ganz null. Und auch keinen typischen Süß-Zitronentee, auch gar nicht. Nee, es ist aber wirklich, es ist echte Zitrone. Genau, es ist wirklich ein Teegetränk. Und es ist, sagen wir mal so, für mich als Mate-Liebhaber der deutschen
Also als Mate ist es nicht zu empfehlen. Als Mate ist es nicht zu empfehlen. Als Eistee ist es sehr zu empfehlen. Top und als Teeliebhaber ist es nochmal top. Von daher darf man, je nachdem, mit welchem Ansatz man rangeht. Es steht ja aber auch nicht drauf Mate, es steht drauf geleitet Eistee. Richtig, es wird nicht mal mit Mate. Drin. Es wird aber auch nicht mal mit Mate angepriesen, von daher kann man dir nicht mal einen Vorwurf machen. Nee, also verkaufen sich auch nicht als Mate. Von daher ist das völlig okay. Ist ein Top-Produkt, kann man wirklich nicht sagen. Wie gesagt, also wer eine Mate erwartet, eher nicht. Aber wer einen Eistee erwartet, ist auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist das preislich? Müsste ich nachschauen, aber auf jeden Fall da steht's. Ah, jetzt ja. Ist doch ganz klar. Ja, sorry, nächstes Mal gucke ich gleich hin. Aber ja, auf jeden Fall. Das einzige Manko ist natürlich, dass es das bisher nur in Österreich gibt. Also wenn ihr da zugreift, seid in Österreich dafür. Ah, das ist wieder der Top-Tipp der Woche. Wenn ihr zugreifen wollt, macht es in Österreich. Na gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und adios. Adios.